Hallo, liebe Arcada-Club-Freunde, wie wäre es, wenn wir bei diesem grauen Wetter wieder was Buntes gestalten mit Pinseln? Und diesmal machen wir uns eigene Pinsel, weil bislang konnten wir die Pinsel ja immer nur so in einer Farbe darstellen. Wir wollen jetzt aber eine Monster-Party-Einladungskarte gestalten und dazu brauchen wir einfach ein paar Monster und die werden wir als Pinsel kreieren. Da lernen wir wieder was Neues dazu. Ansonsten setzt der Kurs natürlich wieder voraus, dass ihr ein paar Dinge kennt. Wer Anfängerkurse zu Affinity Photo sucht, auf unserer Homepage haben wir die, www.arcada-club.de. Da lernt er dann das Grundprinzip mit Ebenen zu arbeiten und was es alles so bei Affinity gibt. Aber hier gehen wir ein bisschen davon aus, dass ihr das schon wisst, damit wir einfach ein bisschen schneller Dinge machen können, ja, und eben zu Ergebnissen kommen. Schaut mal, ich nehme hier mal so ein Rechteck. Das brauchen wir wieder, um einfach einen Hintergrund zu haben. Gehe hier auf die Ebenen. Übrigens, kleiner Tipp, falls ihr euch die Oberfläche mal verstellt habt, was mir auch gerne mal passiert, ich bleibe mit der Maus hängen und habe hier plötzlich alle Fenster oder alles hier kreuz und quer. Dann geht ihr einfach auf Ansicht hier oben. Dann anschließend auf Studio und dort könnt ihr sagen Studio zurücksetzen, denn das Ganze, die Oberfläche ist das Studio und die ist jetzt quasi wieder auf die ursprüngliche Einstellung gestellt. So, und damit können wir es hier alles einstellen. Unser Rechteck haben wir noch und dem geben wir jetzt ein dunkles Schwarz. Unsere Monsterparty muss natürlich im Dunkeln stattfinden. So, und jetzt geht's los. Jetzt brauchen wir einen schönen Zeichensatz. Wir klicken mal hier auf das Grafiktext-Tool und fangen mal an, hier oben eine Schrift reinzuschreiben. Und zunächst einmal schreiben wir da Einladung rein. Wir sehen noch nichts. Command A, schnell auf Weiß stellen und aufs File-Tool, dann haben wir da die Einladung stehen. Jetzt sind wir ein bisschen faul, drücken einfach Command J und ziehen die kopierte Ebene nach unten. Die haben wir nämlich damit erzeugt mit Command J und schreiben hierhin Monster. Das gleiche machen wir nochmal. Ups, hier den Rahmen anklicken, Command J nach unten, Doppelklick hier rein, Command A, um alles zu markieren. Und dann schreiben wir hier Party rein. So, und jetzt fehlt noch was. Wir brauchen noch das zur. Wir wollen noch Einladung zur Monsterparty. Also das gleiche nochmal. Und hier wieder Command A und zur reinschreiben. Ihr seht, damit haben wir recht schnell diese ganzen Texteffekte gemacht. Alles schön in Ebenen. Und jetzt gehen wir hin und markieren hier mal alles zusammen. Also die oberste Ebene ist markiert. Wir halten die Umschalttaste gedrückt und markieren die letzte Textebene. Jetzt haben wir die alle ausgewählt. Und für die wollen wir einen Zeichensatz auswählen. Und damit wir das nicht einzeln machen müssen, machen wir das jetzt für alle zusammen. Schaut mal, und den ich suche, der heißt hier Naughty Monster. Das ist dieser Font. Alle Fonts und alles, was ich hier benutze, ist verlinkt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann herunterladen und ausprobieren. Geht aber auch mit jedem anderen Font. Aber den nehmen wir jetzt, diesen Naughty Font, den Naughty Monster Font. Ja, und der hat hier so ein kleines E, der ist ein bisschen eigenwillig, ne? Der hat hier so ein paar Buchstaben, die einfach anders geschrieben sind, als wir das vielleicht wollten. Also normalerweise würden wir hier ein großes E erwarten, das ist hier aber nicht der Fall. Na, es ist die Einladung zur Monsterparty. Übrigens, der hat auch Umlaute, also das ist ein recht schöner Font, den man auch dafür benutzen kann, aber eben mit dieser sehr eigenwilligen Schriftart. So, wir machen Folgendes: Einladung schreiben wir hier groß hin und dann machen wir hier ein zur. Und jetzt basteln wir uns hier quasi in irgendeiner Form diese Party-Einladung hin. Ja, das ziehen wir hier noch groß hin. Und vielleicht schieben wir das. Ups, das war falsch. Wir wollen das nicht am Trapez verändern da oben. Und vielleicht ändern wir das einfach alles so. Und dann sieht es ganz lustig aus. Wie ihr das so gestaltet, ist ja eure Sache. Aber damit haben wir so mal ein bisschen die Optik verändert. Und wichtig ist so ein bisschen beim Design, nicht ständig neue Zeichensätze zu verwenden, sondern bei ein, zwei zu bleiben, vielleicht auch nur einen und damit das Ganze dann zu realisieren. Das haben wir hiermit ganz gut hinbekommen. Jetzt wollen wir es ein bisschen bunt machen. Das ist ja eine lustige, bunte Monsterparty. Fangen wir mit dem Monster an. Wir klicken die Textebene an und gehen hier auf das Verlaufswerkzeug und ziehen einfach hier einen Verlauf drüber. Denkt dran, mit der Umschalttaste rutscht euch der nicht in der Höhe weg. Und die letzte Farbe können wir hier schon ändern. Da machen wir schon mal so ein schönes Pink rein. Und hier vorne gehen wir nochmal. Pink ist ja da. Wenn wir da so eine Komplementärfarbe nehmen, also hier hinten aufs Grün gehen, sieht es ganz gut aus. Und dann können wir hier mit einem Doppelklick in die Mitte klicken und noch so eine Zwischenfarbe mit reinnehmen. Da gehen wir hier so auf ein Lila. Dann haben wir da so einen etwas schöneren Verlauf hier über diese Farben. Den können wir ruhig auch ein bisschen knalliger machen. Und dann geht das schon so ein bisschen in diese Disney Farbgeschichten rein, ja, sage ich jetzt einfach so, aber ein bisschen bunter muss es halt werden. So, das gleiche machen wir hier mit Party. Ja, auch da wieder Umschalttaste, damit wir hier einen geraden Verlauf haben. Suchen uns eine schöne Farbe aus, nehmen wir mal das Orange und gehen dann hier, ja, ruhig über das Lila, was wir hier zuletzt haben, oder dieses Pink, das fangen wir hier so ein bisschen auf. So, und jetzt können wir uns überlegen, ob wir das gleiche hier oben auch machen wollen, also auch hier einen Verlauf reinbringen. Wir gucken mal, wie uns das gefällt, ob wir das haben wollen. Na, die Farbe anwählen. Dann gucken, dass man hier auch wirklich in einem Farbbereich ist. So. Und dann gucken wir mal. Da müssten wir jetzt eigentlich von der Logik her so ein bisschen in die Farbe gehen, weil wir das hier beim Monster haben. Gut, wir haben das zur noch. Gucken mal, was uns da so gefällt. Ja, also,
Na, wie wir lustig sind, das zu machen. Wenn uns das nicht gefällt, können wir auch hier noch eine Farbe reinnehmen. Dann haben wir es noch ein bisschen bunter. Und zu guter Letzt die Ebene Zur anwählen. Und auch das Zur soll ein bisschen bunter werden. Und auch dem geben wir hier so ein bisschen Monsterfarbe. Ne? So, dann machen wir das so. Vielleicht gehen wir hier auch tatsächlich noch, na, da noch einen Punkt hinsetzen. Und ziehen hier noch so einen Verlauf in diese Richtung. Gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja, so sieht das ganz okay aus, finde ich. Ne? Also wie gesagt, da können wir jetzt im Detail noch dran arbeiten. Aber schön bunt, so soll es sein. Klasse. Jetzt geht's an die Pinsel, die wir brauchen. Dazu machen wir uns einen Monsterpinsel. Das heißt, hier oben klicken wir mal hin. Also wir müssen erstmal auf die Pinsel umschalten. Also guck mal, das ist das, was ich meinte. Ich habe jetzt irgendwas geklickt und hier ist hier oben alles verändert. Also ganz schnell mal hier oben ins Menü, Ansicht, dann auf Studio, Studio zurücksetzen. So, und dann können wir hier auf Pinsel klicken. Und da werde ich jetzt eine neue Kategorie erstellen. Und diese Kategorie, die muss ich jetzt noch umbenennen. Den hätte ich nämlich immer Pinsel. Also danach nochmal auf Umbenennen klicken. Und die nennen wir jetzt mal Monster. Und die Monster, die brauchen wir jetzt. Und schaut mal, die habe ich schon als Grafik heruntergeladen. Ich habe hier so ein paar, die ziehe ich mal aus dem Download-Ordner direkt auf das Doc-Symbol von Affinity Photo. Das gleiche mache ich mit unserem zweiten Monster, weil ich hier so acht Monster habe in der Variation. Da sind sie. Und mit diesen Monstern wollen wir jetzt arbeiten. Wir klicken mal hier die Ebene an, da ist sie. Nehmen das Auswahlwerkzeug und fangen an, hier das erste Monster mal in so einen Rahmen zu setzen. Anschließend, guck mal, hier ist unsere neue Kategorie Monsterpinsel. Klicken wir hier oben auf das Menü und sagen neuer Pinsel aus Auswahl machen. Falls das bei euch noch nicht der Fall ist, dass das nicht einschaltbar ist, müsst ihr unter Umständen die Ebene noch rastern. Also rechte Maustaste und Rastern der Ebene sagen, können wir hier auch machen. Und dann geht auch dieses Menü an, neuer Pinsel aus Auswahl. Hier war es allerdings schon der Fall, weil das schon eine Pixelgrafik war. So, und das machen wir jetzt mit allen Monstern, die wir hier sehen. Ganz schnell markieren, Auswahl, hier das nächste Monster da rein. Ihr seht, oben entstehen tatsächlich diese Pinsel, die man jetzt nicht mehr als Monster erkennen kann, aber ich verspreche euch, guck mal, der Zipfel da oben, der muss auch mit drin sein. Also sauber ausschneiden, man macht es nur einmal, aber dann muss es auch wirklich perfekt sein. Das brauchen wir nicht mehr. Da sind wir fertig, brauchen wir nicht speichern. Und jetzt kümmern wir uns noch um diese Monster. Die sind so ein bisschen knifflig hier unten, weil die da so ein bisschen hier sehr eng aneinander sind. Macht aber nichts, wenn wir ein bisschen sauber arbeiten. Kriegen wir auch diese schön eingerahmt. Machen wir auch hier. Ja, da oben habe ich im Zipfel ein bisschen vergessen. Dann einfach nochmal neu den Rahmen aufziehen. Immer bevor ihr sie hinzufügt zur Auswahl, nochmal schauen, ob ihr wirklich hier alles getroffen habt. Ja, und ich fange meistens hier unten an, um dann hier oben besser die Linie zu treffen. Weil es ist ein bisschen schwieriger, wenn man hier unten oben links anfängt zu klicken und dann das versucht zu treffen. Das ist so ein kleiner Tipp. Manchmal, wenn die eng aneinander liegen, dann eben entgegengesetzt von unten sich ranzuarbeiten. So, neuer Pinsel, das war's schon. Wir haben acht Monster, nicht speichern. Und die werden wir jetzt hier in Szene setzen. Schaut mal, da haben wir das erste Monster. Bevor wir das machen, wichtig, noch eine Ebene hinzufügen. Wir klicken mal hier oben hin, neue Pixelebene, die wollen wir hier oben haben. Pinsel natürlich anwählen. Und hier ist das erste Monster. Das setzen wir mal tatsächlich. Guck mal, vielleicht nehmen wir auch so ein gelbes Monster. Wir gucken, was da passt. Da, hier, das finde ich ganz lustig. Das setzen wir jetzt da rein. Und ein schönes großes brauchen wir noch. Und wir können die Pinselgröße ändern, obwohl die Grafik ja eben viel kleiner war. Lassen sich diese Grafiken hier aufziehen und wir können hier so ein bisschen gucken. 1600, na, vielleicht 1200 und dann setzen wir hier noch so ein Monster hin. Toll, ich finde es ganz lustig. Jetzt wollen wir es alles ein bisschen mittig setzen, ne? Und vielleicht, pass mal auf, ich gebe noch einen Tipp, ich mache mal Command Z, damit ich den einen Schritt nochmal wegnehme, weil setzt euch mal besser das Monster auf eine weitere Ebene, sodass wir jedes Monster auf einer eigenen Ebene haben, weil ich zeige euch jetzt warum. Ich klicke mal hier drauf, ich klicke es mal extra hier unten hin. Und wir können nämlich diese Ebene, wenn wir sie haben, noch vergrößern, wenn wir da auf das Pfeiltool klicken und das dann hier so ein bisschen passender machen, falls wir oben mit den Pinseln immer ja, nicht genau wissen, welche Pixelzahl wir brauchen. So sieht es ein bisschen netter aus. Außerdem können wir dann alles einzeln hier noch so ein bisschen verschieben. Ja? Prima. Das Ganze markieren wir jetzt. Erste Ebene hier oben und die letzte ohne das Rechteck, sondern alle Elemente auf dem Rechteck. Dabei halten wir die Umschalttaste fest. Ihr seht, jetzt sind die alle markiert. Wenn euch das so nicht gelingt, geht auch Folgendes. Erste Ebene anklicken, Command-Taste festhalten und die gedrückt lassen und dabei jede Ebene anwählen, die ihr jetzt in eine Gruppe packen wollt. Denn mit Command-G packen wir die in so eine Gruppe und das hat einen riesen Vorteil. A, sind die alle noch da drin, aber diese Gruppe, die können wir halt jetzt wunderbar auf dem Bildschirm verschieben und mit diesen Anfassern, die hier magnetisch einrasten, falls das nicht der Fall ist, müsst ihr den Magneten hier oben einschalten, genau mittig da reinsetzen.
So, dann haben wir die Einladung zur Monsterparty schon fast fertig. Wir könnten die jetzt noch ein bisschen aufpeppen mit dem alten Effekt, den wir schon kennen. Dazu nehmen wir nochmal eine Pixelebene, schieben die hier drunter, gehen auf unsere Pinsel und da hatten wir ja die Dispersion-Pinsel zum Beispiel. Suchen wir mal einen raus und gucken mal, ob das hier so passt. Wir gucken mal, dass wir noch eine andere Farbe nehmen. Vielleicht nicht so ein Pink. Wir gucken mal, dass wir hier vielleicht mit so einem Gelb arbeiten. Na, Gelb ist auch ein bisschen heftig. Gucken wir mal, Grün, ja, setzen wir mal hier so rein. Gucken wir mal, was hier passiert. Ja, vielleicht gefällt uns das. Und dann nehmen wir noch einen anderen Pinsel. Und da können wir noch auf die Powder gehen. Die hatten wir auch schon. Einen auswählen. Und dann setzen wir hier noch so ein paar Wolken da rein. Guckt mal, das sieht gar nicht schlecht aus. Wenn uns das nicht gefällt, weil das da oben nicht richtig war, kein Problem. Einfach Command-A drücken, Entferne-Taste drücken. Schon ist diese Ebene gelöscht. Und dann fängt er einfach nochmal an, diese Pinsel Powder-Effekte da drauf zu setzen. Guck mal, sehr schön. So kriegen wir das super hin. Pinsel wieder oben abschalten. Und ja, da haben wir die Ebene. Das Schöne an der Ebene ist, wenn uns die nicht gefällt, können wir die ein- und abschalten. Ja, jetzt haben wir uns natürlich da so ein Ei gelegt. Ein paar grüne Elemente sind hier drin. Das passt natürlich nicht so toll mit dem grünen Hintergrund. Macht aber nichts. Wir klicken das Monster an und klicken wieder auf dieses Verlaufswerkzeug, denn diese Verlaufspünktchen sind da noch zu sehen. Und dann gehen wir einfach hin und nehmen uns hier eine Farbe, die uns da besser gefällt. Das gleiche können wir hier beim Zur machen. Auch da das Pünktchen anklicken, denn die Verläufe, die können wir noch ändern. Und hier oben bei Einladung, da können wir das auch machen, dass wir da nochmal was finden, was da so ein bisschen farblich das besser absetzt. So sieht es ganz gut aus. Und jetzt geben wir den einzelnen Schriften noch einen schönen Effekt. Passt mal auf, das geht hier, indem wir jetzt auch Folgendes machen. Wieder alle markieren, Command-Taste gedrückt halten und alle Schriften markieren. Und dann drücken wir auf Effekte und wählen diesen 3D-Effekt an. Und der ist jetzt gleichzeitig auf allen Objekten. Und der sieht ganz lustig aus, weil wir den hier so ein bisschen zu solchen Luftballons formen können, wenn wir hier die Radius-Geschichte mal nach oben ziehen. Und nun haben wir die schön plastisch dahinter stehen. Und wir können noch einen Schein nach außen geben. Und das Tolle ist, dass wir das jetzt für eben alle angewählten Ebenen gleichzeitig machen. Und hier können wir noch so ein Weiß hinterlegen. Und dann haben wir noch so einen schönen Verlauf da reingezeichnet für diese Einladung. Ja, das war's. Command D. Alles mal demaskieren und abwählen. Das ist die Einladung, so wie wir sie haben wollen. Das Schöne ist ja, wenn wir hier mit diesen Textebenen arbeiten und alles Ebenen haben, können wir hier immer noch dran rumzuppeln, das größer machen. Das könnten wir auch ein bisschen schief stellen. Ja, könnten übrigens alle so ein bisschen schief stellen. Dann wirkt es auch ein bisschen lustiger, die Party ein bisschen schräg zu stellen. Hier das vielleicht noch so ein bisschen die Richtung. Und hier die Einladung so da reinsetzen. Das ist das Schöne. Ja, wie gesagt, das war's. Und das Tolle ist jetzt, dass wir diese Pinsel haben, hier oben diese Monsterpinsel, die haben wir jetzt in einer eigenen Kategorie, die können wir jetzt immer wieder verwenden. Angenommen, ihr wollt jetzt das als Einladungskarte nehmen und auf der Party dann kleine Getränkekärtchen machen oder Namensschilder und dann macht ihr immer so einen Geist davor. Dann hat man so einen Wiedererkennungseffekt auf der Party und alles ist so im gleichen Design gemacht. Also ich finde das ganz lustig und damit kann man sehr kreativ dann doch so eine Party gestalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.